So, da habe ich jetzt was gefunden, noch auf dieser Drecksseite hier, zu diesem Mord an von diesem Satanistenpaar damals. Und diese Diskussion da, wo sich auch ein Moderator beteiligt, also ist wirklich zum Kotzen. Da sagt dieser Fotografer 73, das ist also auch ein Moderator. Satanismus hatte mit der Tat nichts zu tun. Die Opferung von Menschen ist in Satanismuskreisen unüblich. All das beruht auf Schauergeschichten, auf Klischees über Menschenopfer und so weiter. Ruda selbst hat ja später zugegeben, dass das ganze Gequatsche nur Show war, genauso wie die unerträgliche Selbstdarstellung beim Prozess. Beide liebten es, im Mittelpunkt zu stehen, Narzissten durch und durch. Sich auf Satan zu berufen, ist eben einfacher als zuzugeben, dass Mordlust im Vordergrund stand. Eventuell auch der Wunsch nach Berühmtheit. Das ist einfach, ich will mal sagen, der beweist eigentlich den Satan, den, der beweist eigentlich mit seinem verlogenen, verdreherischen Darstellung hier eigentlich nur, was Satan für ein Drecksack und Lügner ist und seine Diener auch. Also wirklich widerlich, diese Verdrehung hier. Da sagen Sie, ich denke nicht, dass Satanismus etwas damit zu tun. Versteht ihr? Die reden die ganze Zeit offen über Satanismus und dann wird das alles entschuldigt. Und jetzt hier ist das ist diese Manuela Ruda. Was sie selber sagt, was sie selber sagt heute. Manuela Ruda. Am 6. Juni 2001 ermordet sie in ihrer Wittener Wohnung gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann einen Menschen. Mit 66 Messerstichen und Hammerschlägen. Ich kann versuchen auszudrücken, dass es mir wahnsinnig leid tut. Ich kann es leider nicht rückgängig machen. Und das ist eigentlich auch das Schwierige. Angefangen hat alles in der Gruft, die Bewegung. Circa 100.000 Anhänger lieben den Charme der sogenannten davon. Gruft-Design, das heißt Melancholie und Tristesse, Mittelalter-Flair und Extravaganz, Hoffnung. Und dann tun sie das als harmlos. Versteht ihr? Die lügen und verdrehen und tun das alles als eine harmlose, so eine Kultur oder Subkultur. Nein, das ist die Kultivierung des Bösen und das Ergebnis ist Mord, sag ich mal. Es bringt nicht jeder gleich einen um, aber das ist einfach, das sowas zu verharmlosen, das ist einfach pervers. Das ist gut, ich sage mal, Lügen, wenn jetzt jemand lügen will, besteht die Möglichkeit, sage ich mal, es zu versuchen, aber ja, es ist einfach zum Kotzen. Todessehnsucht. Und Todessehnsucht. Und nicht wenige sympathisieren mit okkulten und satanistischen Ideen. Ein schwarzes Paraleluniversum, eine Maskerade und Ersatzrolle Was zum Sie hier Alltag. jetzt machen, da Doch eine, was für am Manuela Ruh. Hals. Was? Dieses, das Rot. Was soll das? Warum? Warum? Das ist doch. Da geht es doch darum, dass der praktisch. So sieht jemand aus, wenn ihm eher die Kehle durchgeschnitten wird, sag ich mal. Und was soll das? Was soll das damit rumzuspielen, es was heißt verharmlosen? Einfach, sowas macht man nicht, sowas ist pervers, sag ich mal. Und satanistischen Ideen. Ein schwarzes Paralleluniversum, eine Maskerade und Ersatzrolle zum Alltag. Doch was für Manuela Ruda als Lifestyle begann, wurde zur Psychofalle. Es ist bei mir sicher so gewesen, dass sich eine bestimmte Rolle, die ich angenommen habe, oder das, was ich nach außen getragen habe, dass sich das einfach irgendwann verselbstständigt hat und auf dem Wege gekippt ist.
Das hatte dann irgendwann auch mit Realität nicht mehr viel zu tun. Ja, das hat sich wirklich einfach irgendwann verselbstständigt. Und dann der Mord. Gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann tötet Manuela Ruda einen Freund. Angeblich auf Befehl Satans. Das Opfer wird wie im Rausch hingerichtet. Also es war erschütternd, ja, als ich Frau Ruda kennenlernte. Sie war so wahnsinnig verängstigt, sie war so total überzeugt, dass der Satan sie auserkoren hatte, dass sie zu ihm durfte. Sie hatte auch ganz klar mir erklärt, dass sie als Vampir in der Hölle leben wollte. Und man hatte ja auch sofort nach dem Mord selbst sich töten wollen. Und sie hatte im Grunde nur eine Sorge. Es gab nämlich irgendein Rockkonzert in Mülheim und sie war ja nun Vampir. Und dieses Rockkonzert fand nach der Tötung statt. Und für sie war die große Frage, ob sie als Vampir bis zu dem Rockkonzert den Weg zurücklegen konnte. Die Gutachter bescheinigen ihr eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Die Tat ein Mix aus Sehnsucht nach Anerkennung, selbst... Es kommt eben dazu, sage ich mal, dass sie noch eine Macke haben. Aber den Satanismus als zentrales Element von dem Ganzen einfach frei zu sprechen und nur zu sagen, das hat gar nichts mit dem zu tun, das ist verrückt, das ist gelogen, sage ich mal. Inszenierung. Also die Frau ist ja jetzt ganz okay, sage ich mal, die ist ja auch ehrlich. Und einer labilen Persönlichkeit, die in den Sog ihres satanistischen Umfeldes geriet. Und nach der Tat wird der Prozess zur neuen Bühne. Im Jahr 2002 wird der 20-jährige Grufti Kim Becker in Meschensee bei Hamburg von Bekannten aus der schwarzen Szene ermordet. Eine Nachahmungstat und oft kommen nicht nur die Täter, sondern auch deren Opfer aus der schwarzen Subkultur. Kims Mörder sah... Ja, da wird's gesagt, das hat mit dieser Szene zu tun. Das hat mit dem Satanismus zu tun. Da kann man doch nicht der Satanismus freisprechen davon. Im Rudermord sein Vorbild, wie sich die Mutter des toten Kim erinnert. Es ist ja auch so gewesen, dass er überall die Bilder von dem Ruderfall hatte und Video und er hat ja alles verfolgt und wollte dieses einmal halt auch erleben und halt einfach so für so ein paar Minuten, Sekunden, wie auch immer, einmal so erfolgreich sein. Also einfach mal, ja, genauso berühmt sein in diesem Sinne wie die Ruders. Sicher kann ich nichts dafür, wie Menschen draußen sich verhalten, aber ein Stück weit denke ich, stehe ich mit in der Verantwortung, weil einfach das als Vorbild auch genommen wurde. Und das ist auch sicher einer der Gründe, warum ich jetzt hier sitze. Weil ich die Frau redet vernünftig. Ich denke, in dem Moment, wo ich Kenntnis davon habe und es einfach so mittrage, stimme ich dem irgendwo mit zu. In dem Moment, wo ich zulasse, dass Leute das bis zum jetzigen Tage einfach noch als Vorbild mitverwenden. Silvia Eilhardt ist in Witten die Expertin für Sektenfragen, arbeitet im Amt für Jugendhilfe und Schule als Ausstiegsberaterin für junge Satanisten, darunter Fans von Manuela Ruda. Ihre Aufklärungsarbeit wird durch Rudas Bekenntnis unterstützt. Ich habe darauf gewartet. Für mich war das wichtig, dass aus dem Kultstatus herauszutreten und sich auch zu der Tat zu bekennen. Ich denke mir, das ist ein sehr wichtiger Schritt, auch für mich in der Beratung, klar zu demonstrieren, Satanismus ist kein Witz, Satanismus ist keine Inszenierung, Satanismus führt zum Mord. So ist es, so ist es. Und jetzt, wir können es gleich zu Ende hören, aber einfach nochmal diese verlogene Teufelsbande und auch wie gesagt, das ist ein Moderator hier. Satanismus hat nichts mit der Tat zu tun, sagt er, dieser Fotografer, 73. Die Opferung von Menschen ist in Satanismuskreisen unüblich. Das ist die reine Lüge des Teufels selber. Das dokumentiert einmal mehr auch der Fall Manuela Ruda. Im forensischen Zentrum Eichelborn denkt sie bereits an die Zukunft nach der Haft, schreibt Artikel für die Anstaltszeitung und macht sich fit am Computer. Die behandelnden Therapeuten haben keinen Zweifel an der Aufrichtigkeit ihres Wandels. Heute distanziert sie sich davon. Sie will dieses Idol nicht mehr sein und versucht nun in anderen Bereichen Anerkennung zu finden und darin unterstützen wir sie auch. Ist das ehrlich für Sie,
Das ist für mich ehrlich. Die Satanistenszene ist um ein Vorbild ärmer. Ja, Manuela Ruder hat ihre Wahnwelt verlassen, ist in der Realität angekommen. In Zukunft möchte sie Präventionsprojekte unterstützen, mithelfen, andere Gewaltexzesse zu verhindern. Schaut euch auch das Mädel an, das sieht ihr am Gesicht an, sag ich mal, dass die nicht mehr vom Teufel besessen ist. Und da kommt aber nachher ihr Partner, was man dem ansieht heute. Für sie die einzige Chance, tätige Reue zu üben. An ihre frühere Szene richtet sie deutliche Worte. Steigt aus. Ja, weil ich denke, ich bin alles andere als eine Vorbildfunktion. Ja, und wenn man wirklich mal richtig hinterguckt, dann sieht man da kein Glam hinter und auch keine Szenegröße oder sonst irgendwas. Ja, ich bin Straftäter. Ja. Aber die, versteht ihr, das ist okay, die Frau. Aber jetzt gibt's hier, habe ich das mitbekommen, ihrem ehemaliger Partner da, oder ihr auch Komplize, dieser Typ hier. Jetzt schaut euch den Gesichtsausdruck. Versteht ihr, die Frau ist normal heute. Aber der daheim, der ist praktisch, das war die Zeit, wo er entlassen werden sollte, aber dann ging es darum, dass er praktisch ein Zeugin hat berichtet, wie er einen Mordauftrag gegen seine Frau in Auftrag gegeben hat. Und das war eine, die ist einfach ein bisschen, sag ich mal, labil gewesen, eine Frau. Und dann haben sie die 8 Stunden lang bei Gericht befragt und dann ist die ein bisschen durcheinander gekommen und das haben sie dann gegen sie ausgelegt und letzten Endes haben sie diesen Typ daheim freigesprochen. Und der Typ gehört lebenslang hinter Gitter, nicht 16 Jahre. Sicherheitsverwahrung. Und der Vorwurf aus dem Gefängnis heraus soll er 2010 versucht haben, eine Brieffreundin zum Mord an seiner Ex-Frau und Satans Mordkomplizin Manuela anzustiften. Das bestreitet er und lügt hier was zusammen. Niemals hätte er Mordauftrag erteilt. Ich wünsche meiner Ex-Frau alles Gute. Also, das ist gelogen, wenn die Zeugin eben die Wahrheit sagt. Und das ist für mich plausibel, dass sie die Wahrheit sagt. Und der Auftrag war, sie soll sich in die Psychiatrie einschleusen, in der die Ex-Frau zu dieser Zeit untergebracht war. Dann sollte sie hinter einer Türe warten und ihr mit einem Schlagwerkzeug auf den Hinterkopf schlagen. Statt die Tat zu begehen, ging Jennifer S. aber zur Polizei. Neben der Zeugenaussage von Jennifer S. dienen dabei die Briefe zwischen den beiden als Beweismittel. Seine Briefe sind erhalten und er hat immer über seine Frau geschimpft, aber was er auch explizit geschrieben hat, die Bekloppte wohnt nur 7 Kilometer von deinem Haus entfernt, ist das doch so nah, fang doch dort als Pflegekraft an, ich würde dir auch eine ganze Menge für einen besonderen Dienst bezahlen, haha. Das wurde später praktisch, also einfach zusammen damit, was die Frau ausgesagt hat, ist das, sage ich mal, eigentlich hätte man ihn verurteilen müssen. Seine Entschuldigung, dass das alles an die Haare herbeigezogen wäre, diese Vorwürfe und so, das,
Also ich bin sicher, er lügt, er wollte seine Frau ermorden lassen. Und man hätte ihn auch verurteilen können, aber wenn man die Zeugin 8 Stunden bei Gericht befragt, nachher hat man gesagt, die sei auch psychisch angeschlagen. Ja, okay, das kann ja sein, aber ich sag mal, dann muss man halt rücksichtsvoller vorgehen. Man kann einen Menschen auch mit 8 Stunden Befragung überfordern. Also ich bin mir hier sicher, hier haben Idioten also dieser Mörder, der lebenslang hinter Gitter gehört, aber wirklich mit Sicherheitsverwahrung, zu Unrecht freigelassen. Und das ist dann, also das ist der Prozess gewesen. Und dann die Zeugin wurde dann massiv bedroht. Also das spricht alles dafür, ist ein einheitliches Bild, sage ich mal. Der Typ ist offenbar weiter in seinem satanischen Milieu drin und zeigt sich einfach als schlechter Mensch, als Lügner und als böser Mensch, sage ich mal. Und seine Ex-Frau, bei der merkt man, die hat sich von dem Ganzen distanziert und ehrlich, aber bei ihm ist sie überhaupt keine Ehrlichkeit. Und er wollte dann auch fliehen. Also er sagt einerseits, er sei völlig zu Recht verurteilt worden, bla bla bla. Aber er wollte fliehen und nicht nur seine diese Brieffreundin, die hat es so berichtet, sondern auch ein Mithäftling. Also bei dem ist überhaupt keine Einsicht. Bei dem sehe ich nur den Teufel selber, sage ich mal. Nur das Böse und ja, die Lüge. Und ja, und dazu passt eben diese Drecksseite, sage ich mal. Diese Drecksseite. Und dann ist also wollte ausbrechen, vorgetäuschter Herzanfall und so weiter und so fort. Aber er weiß von sich, nein, das will sich nur wichtig machen. Über viele Stunden zog sich die Zeugenaussage von S. Der Grund, immer wieder verzettelte sie sich in ihren Ausführungen. Ihre Aussagen wirkten oft wirr, ausschweifend und sorgten für viele Fragezeichen im Gerichtssaal. Dann hat er auch da, und dann, Moment. Nach 2 Tagen Prozess scheint sicher, dieser Vorwurf ist nicht zu erhalten. 1,5 Tage lang war Jennifer S. Verhört worden. Mit jedem Satz festigte sich bei allen Anwesenden der Gedanke, die Aussagen der Hauptzeugin passen überhaupt nicht zusammen. Da wäre ich vorsichtig, wie jetzt die Zeugin hier fertig gemacht wird. Zeugin redet schwammig und unklar. Aber das heißt nicht, dass sie lügt. Dann ist sie eben beeinträchtigt, sage ich mal, und überfordert, wenn sie jetzt 1,5 Tage hier am Stück befragt wird. Aber das heißt nicht, dass sie lügt. Sie hat eine selektive Erinnerung, sie beharrt auf ihren Standpunkten und bemerkt erst auf dauerhafte Nachfrage eine eigene Zweifel an der Beschreibung. Sie erzählt schwammig und unklar, ohne eigene Realitätsprüfung. Da ist aber auch der Vorwurf
schwammig und unklar, sage ich mal. Das ist auch, was ihr da vorgeworfen habt, ist genauso schwammig und unklar. Wie gesagt, das ist einfach, die Zeugin ist fertig gemacht, die ist vorgeführt und fertig gemacht worden, sage ich mal. Für die wesentlichen, was braucht man hier? 1,5 Tage und mal 8 Stunden am Stück eine Zeugin befragen. Da geht's, sage, versteht ihr, wenn man euch, das war jetzt ein anderes Video, wo ich das erwähnt habe, aber ich bin mal befragt worden. Ich bin überholt worden nachts und dann waren wir praktisch zu 3 Autos auf einer Höhe. Also das Auto, das entgegenkam und ich auf meiner Fahrspur und der mich gerade überholt hat, ist zwischen uns beide praktisch gefahren. 3 Autos nebeneinander. Dann habe ich den angezeigt, kam es zur Verhandlung. Und dann bin ich befragt worden von seinem Anwalt. Und dann wollte der mich, versteht ihr, dann wollte der mich unglaubwürdig machen. Aber das habe ich erst nicht kapiert. Der hat mir immer, erst hat er so dargestellt. Ich soll doch sagen, was das für ein Auto war, das da entgegengekommen ist. Damit man überhaupt mal prüfen kann, ob ich überhaupt einfach mal ein bisschen in die Details gehen. Und nein, ich sag ja, das weiß ich Sie wissen das nicht, ja, Sie lügen hier, ja, Sie erfinden und so, hat mir der Anwalt fertig gemacht. Ja, und dann später hat der Richter das Urteil gesprochen und hat gesagt, ich bin total glaubwürdig, alles bestens bei mir. Und wer ich hätte auf die Frage praktisch, was für Auto, Farbe das Auto hatte, irgendwas geantwortet, weil, versteht ihr, Anwalt hat mir auf Falle gestellt, hat so getan, ich sei unglaubwürdig, weil ich nicht antworten konnte. Und der Richter hat gesagt, wehe, ich hätte geantwortet, weil nachts, wenn einem nachts einer mit Licht entgegenkommt und in so einer Schocksituation, wie soll man denn da die Farbe und Details vom Auto, ob er was weiß ich, jetzt noch ein die Form vom Spiegel oder irgendein Scheiß, das kann doch kein Mensch. Also das war, versteht ihr, aber so bringen die dich, ich bin hochintelligent, sage ich mal. Da bringt's doch nichts drum rum zu reden. Und wenn aber jetzt du einen normal intelligenten hast oder einen minder intelligenten, die können bei Gericht einfach reingelegt werden, schlichtweg reingelegt. Ich habe es vorher erzählt, im anderen Dings, auch beim Dings war es so, beim Stefan Effenberg, der hat einen, was weiß ich, war das ein Penner oder irgendjemand vor seinem Haus, hat er zusammengeschlagen. Und also das war der Vorwurf und dann ist er aber freigesprochen worden, weil der Anwalt hat den so in die Mangel genommen und da ging es um die Frage, ob der Stefan Effenberg mit der linken Hand geschlagen hat oder der rechte. Mensch, das ist doch etwas, sage ich mal, da kannst du doch einen Fehler machen in der Erinnerung. Da ist es klug, sage ich mal, wenn du das jetzt, wenn das weißt, sagst du weißt, ja, und wenn das nicht weißt, dann lass da aber nichts einreden. Aber wenn einer den Fehler macht und denkt, wenn ich jetzt sage, ich weiß es nicht, dann bin ich unglaubwürdig und deshalb erfinde ich jetzt irgendwas und sage, sicher, es war sicher so. Und dann ist der einfach praktisch, hat er irgendwas gesagt, dann kam die nochmal eine Frage und nochmal ein Dings und um. Und so ist der letztlich der Prozess verloren, also ist der Stefan Effenberg freigesprochen worden, obwohl ich glaube, dass es war. Nur wenn sich der Zeuge praktisch, der war überfordert mit der Raffinesse des Anwalts. Und das ist etwas, Daniel Ruda ist ein hochgefährlicher, nicht reuiger
Mörder und Satanist, der ist weiter gefährlich. Und wer weiß, was der alles verbrochen hat mittlerweile. Jetzt ist er seit 6 Jahren, ist er bald in Freiheit. Ohne Reue, also aus seinem Verhalten zeigt sich mir, das ist weiter ein gefährlicher Mörder. So, und ja, das ist einfach was ich hier lese über den Fall, das ist einfach eine Schande. Nochmal, wenn die Frau, versteht ihr, da wird oft wird so getan, okay, da ist jemand mal gewesen, der hat mal irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Schwäche gezeigt, und dann wird daraus geschlussfolgert, wenn der tot ist, ja, das war Selbstmord oder so. Und das ist eine Frau, die hat auch ihre Schwächen, sage ich mal. Wenn man die überfordert, dann macht sie Fehler, aber das bedeutet nicht automatisch, dass das eine Lügnerin ist, weil insgesamt passt, ist das ein schlüssiges Bild, dass die Wahrheit sagt, der Zellennachbar sagt hier die Wahrheit, das ist alles ein schlüssiges Bild, und es passt zu dem, was er geschrieben hat. Das hat er doch selber geschrieben, Moment. Die Bekloppte wohnt nur 7 Kilometer von deinem Haus entfernt. Ist das doch so nah? Fang doch dort als Pflegekraft an. Ich würde dir auch eine ganze Menge für einen besonderen Dienst bezahlen. Haha. Und das ist praktisch das, was er Dings gemacht hat, schriftlich. Und dann, als sie ihn besucht hat im Gefängnis, hat er die Details des Mordes ihr mündlich gesagt. Und das berichtet sie als Zeugin, sage ich mal. Allein schon das, wenn sie das sagt, sage ich mal. Und wenn sie jetzt als, sage ich mal, das wäre was anderes, wenn sie jetzt eine Geschichte als Lügnerin hat, wenn sie jetzt schon oft zu Unrecht jemanden belastet hat, das wäre was anderes. Aber nur, dass sie, wenn sie 8 Stunden befragt wird, irgendwie durcheinander kommt, das ist doch kein Grund. Das ist doch kein Grund, ihre Aussage dann ganz zu verwerfen und mit solchen Beweisen jemand, die gegenentsprechen, ihn doch freizusprechen. Das ist ein Skandal. Das ist ein absoluter Skandal. Und ich sage mal, dieser Journalist Daniel Sobolewski der hat sich sehr klar negativ verhalten, sage ich mal. Fände ich gut, wenn man sich den merkt, wie er über diesen Fall berichtet hat. Ist in meine Augen mitverantwortlich praktisch. Er hat so wie ich jetzt hier auf das hinweise, hat er praktisch die Frau, die Zeugin, auch so als unglaubwürdig dargestellt. Ja, also das ist ein großes Versagen und eine große Schuld und etwas, wo das soll nicht vergessen werden. Das soll nicht vergessen werden. Das ist etwas, das soll der, der hat in nach meiner, also wenn jetzt mal jemand auf die Idee kommt, auf meinen Rat zu hören, dann hat der nichts im Journalismus verloren. Nichts im Journalismus verloren.
der sollte keine Stelle mehr als Journalist bekommen. Nirgendwo. Aus dem Beruf komplett raus. Ja, das ist jetzt, was ich jetzt zu diesem Fall noch sagen wollte.